Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Das nächste Event steht an und zwar das 5. Jubiläum von Pokémon Go. Das Event startet am 6. Juli um 10 Uhr Ortszeit und geht bis 15. Juli 20 Uhr Ortszeit. Bei diesem Event wird Flampion als Shiny veröffentlicht, was ich richtig, richtig, richtig klasse finde. Das Pokémon ist nämlich was Besonderes. Auf jeden Fall, wenn man es mit 50 Bonbons weiterentwickelt, wird es zum Flampivian und Flampivian ist ein echt guter Raid-Konter. Aber ganz, ganz langsam. Also, Flampion ist im Element Cup auf Platz 39. Also, wer Floink hat, braucht definitiv kein Flampion hier einsetzen. Und wenn ihr Flampivian als Raid-Konter benutzen wollt, dann habt ihr zum Beispiel gegen Pinsir ist es auf Platz 5. Gegen Megarex Blizzard ist es auf Platz 2, ohne Krypto, ohne Mega. Und gegen Genesect ist es auf Platz 3, auch ohne Krypto, ohne Mega. Das Pokémon ist ein 3-Kilometer-Buddy. Das bedeutet, man muss nur 3 Kilometer laufen für ein einziges Bonbon. Das ist also der günstigste Feuerkonter, den es gibt. Natürlich kann es Feuer-Pokémon geben, die nur 1 Kilometer brauchen pro Bonbon, aber die sind nicht so hoch in der Rangliste. Das nächste Highlight ist das Pikachu mit dem Balance. Dieses Pikachu hat es ja schon mal beim 4. Jubiläum gegeben, auch als Shiny-Variante, aber nicht mit der 5. Das wird ein sehr seltenes Shiny werden, weil es wahrscheinlich dieses Pikachu nur bei diesem 5. Jubiläums-Event geben wird und vielleicht danach nie wieder auftauchen wird. Bei diesem Event wird Pikachu mit den Luftballons, Flampion, Igamaru, Phynx und Froxy aus den Einser-Rät schlüpfen. Es wird wieder eine Sammelherausforderung geben, bei der müsst ihr quasi alle Starter fangen. Und als Belohnung bekommt ihr ein Pikachu mit den Luftballons, dann 3 Sonderbonbons und 80 Pokebälle. Alle Starter aus allen Regionen können aus den Logmodulen oder aus Feldforschungen erscheinen, zum Teil aber auch wild. Laut der Ankündigung von Niantic wird in der Wildnis vor allem geboostet sein Bisasam, Glumanda, Shiggy, Gekkabor, Flemly, Hydropie, Serpifeu, Floink und Otaru. Was aber auch richtig krass ist, während des Events könnt ihr aus der Wunderbox ein Shiny Meltan bekommen. Zum Thema Wunderbox in der Endcard werde ich euch das passende Video dazu verlinken. Abends wird es wohl wieder Feuerwerk im Spiel geben, so wie es schon mal beim GoFest gegeben hat. Und es gibt neue Funktionen im Spiel, die dann auch für alle freigeschaltet werden, wovon wir schon gehört haben. Die Lichtverhältnisse wie der Sonnenuntergang und die Pokédex-Klassifikationen sollen in diesem Event freigeschaltet werden. Wenn ihr während des Events Pokémon Go geöffnet habt und spielt und ihr habt die Spezialforschung zum Durchstarten noch nicht erhalten, dann wird diese Spezialforschung auftauchen. Was man da machen muss und welche Belohnung man bekommt, zeige ich euch gleich. Während des Events kriegen wir natürlich wieder Sticker aus Pokéstops und Geschenken. Die Sticker zeige ich euch natürlich auch. Seit gestern um 22 Uhr kann man seinen Itembeutel auf 3500 erweitern, indem man im Shop sich die Erweiterungen per Pokémünzen kauft. Zum selben Zeitpunkt haben sich auch die Boxen im Shop geändert. Es wird andere Spezialboxen, Hyperboxen und Abenteuerboxen geben. Auch die werde ich euch dann noch zeigen. Nun kommen wir zum krassesten Bonus überhaupt. Und zwar, die Logmodule halten eine Stunde lang und zwar für alle Logmodule. Das heißt, die Speziallogmodule haben hier einen riesengroßen Vorteil. Bei bestimmten Logmodulen kann man Pokémon entwickeln und aus den Speziallogmodulen kommen die Pokémon schneller als bei den normalen Logmodulen. Also das ist richtig cool, finde ich, und da lohnt es sich auf jeden Fall, spezielle Logmodule einzusetzen. Sprecht euch in eurer Community ab, wenn ihr solche Logmodule zündet, damit vielleicht andere Trainer mitmachen können und ihr vielleicht auf eure Medaille auch ein paar Punkte bekommt. Es gibt ja eine spezielle Medaille dafür, dass andere Trainer Pokémon aus euren Logmodulen fangen. Nun komme ich zu den Details, die in der Ankündigung nicht drin standen. In der Sammelherausforderung sollt ihr alle Starter und das fliegende Pikachu fangen. Als Belohnung bekommt ihr ein fliegendes Pikachu, 3 Sonderbonbons und 80 Pokebälle.
Viele Pokémon, die hier in der Sammelherausforderung abgebildet sind, könnt ihr in der Wildnis bekommen. Es gibt aber einige, die man eher aus Feldforschungen holen muss. Was ein bisschen blöd ist, weil bei den Feldforschungen weiß man ja nicht immer vorher, was denn rauskommt. Außer jemand anders hat die Feldforschung schon abgeschlossen, dann weiß man, was rauskommt, weil das nämlich bei jedem dann immer dasselbe ist. Und ja, wenn man Pech hat, muss man dann vielleicht auf den nächsten Tag warten und hoffen, dass dann aus dem Pokéstop das Passende rauskommt. Folgende Pokémon kommen da in Frage, die ihr nicht in der Wildnis bekommt, wo ihr dann euch anders umschauen müsst. Das ist zum Beispiel Endivier, Feurigel, Kanimani, Schelast, Panflam, Plinfar, Igamaru, Phynx und Froxy. Die Eventforschungen aus Pokéstops sehen folgendermaßen aus. Fange 5 Pokémon für Bisasam, Glumanda oder Shigi. Benutze 5 Beeren von Fangen von Pokémon für Endivier, Feurigel, Kanimani. Mache 5 Schnappschüsse von wilden Pokémon für Gekkabor, Flemli oder Hydropie. Mache 5 großartige Würfe für Schelast, Planfarm oder Plinfar. Sende 5 Geschenke an eure Freunde für Serpifeu, Floink, Otaro. Oder dann noch, drehe 5 Pokéstops oder Arenen für Igamaru, Phynx oder Froxy. Und es gibt noch eine Aufgabe, wo ihr noch 8 Pokébälle bekommen könnt. Verdiene 2 Bonbons mit Spazierengehen mit eurem Kumpel. Bei den Raid-Bossen sieht es dann folgendermaßen aus. Die 1er habe ich euch schon genannt. Die 3er haben sich nicht geändert. Es ist immer noch Alola Knogger, Pinsir, Despotar und Absol. In den Mega-Raids haben wir Mega-Hundemon und in den 5er-Raids natürlich das Verteidigungs-Deoxys. Bei diesem Event gibt es ja ein neues Pikachu mit den Luftballons, wo auch eine 5 als Luftballon dabei ist. Und dieses kann auch shiny sein, hier nochmal, da könnt ihr euch das mal anschauen, falls ihr sowas nicht bekommt, weil das ist wirklich sehr, sehr selten. Ein Pikachu mit Kostüm und Shiny ist wirklich ein sehr seltenes Shiny. Leider ist immer ein Pikachu in Shiny wahrscheinlich von der Chance her 1 zu 450. Als nächstes zeige ich euch, wie es genau mit der Spezialforschung zum Durchstarten aussieht. Hier vielleicht noch ein paar Tipps dazu. Wenn dort steht, schließe eine neue Freundschaft ab, bedeutet das nicht zwingend, dass das wirklich eine neue Freundschaft sein muss. Ihr könnt auch einen Freund aus der Freundesliste entfernen und ihn erneut wieder hinzufügen. Das müsste theoretisch immer noch funktionieren. Falls nicht, sagt es mir aber gerne in den Kommentaren. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen. Dann gibt es bei dieser Spezialforschung eine ganz besondere Pokémon-Belohnung, die ihr hier vielleicht auch schon sehen könnt. Es gibt nämlich in dieser Spezialforschung ein garantiertes Shiny und ich hoffe, ihr habt dieses Shiny vielleicht noch nicht oder freut euch, dass ihr es vielleicht noch bekommen könnt. Natürlich, wie gesagt, die Spezialforschung ist halt nur für die Leute, die diese noch nicht abgeschlossen haben und ich habe halt jede erdenkliche Spezialforschung, die es jemals in Pokémon Go gegeben hat, alle schon abgeschlossen. Bei diesem Event gibt es ja neue Sticker und zwar Sticker von Blanche, Candela und Spark. Das sind unsere 3 Teamleiter, einmal von Team Blau, Rot und Gelb. Im Shop gibt es neue Boxen, wie ich schon gesagt habe. Da gibt es einmal die Spezialbox. Da haben wir einen Premium Raid Pass, 3 Rauch, 2 Superbrutmaschinen und 50 Pokebälle für 480 Münzen. In der Hyperbox haben wir 50 Hyperbälle, 20 Premium Raid Pässe. Das ist ziemlich krass. Das ist, glaube ich, ziemlich hoch. Ich glaube, sonst waren es immer nur 16. 5-mal Rauch und 4 Sternstücke für 1480. In der Abenteuerbox haben wir 50 Hyperbälle, 16 Superbrutmaschinen, 4 Sternstücke und 2 normale Brutmaschinen. Ich glaube, hier hat sich aber nicht wirklich viel verändert. Aber ja, bei diesen Boxen sind halt wieder die 50 Hyperbälle drin, die es halt nicht zu kaufen gibt und ich finde, sie gehören auch nicht wirklich hier rein. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Dorfspieler, die wenig Pokéstops haben, sagen, dass das eine gute Box ist. Ich denke, die meisten möchten gerne wissen, wie sehr lohnt sich denn so eine Hyperbox, jetzt wo da schon 20 Pässe drin sind. Also sagen wir mal, ihr wollt wirklich nur die 20 Pässe. Dann kostet in der Hyperbox ein Premium Raid Pass 74 Münzen. Wenn ihr euch einen 3
Fernraid-Pass-Paket kauft, dann kostet ein Pass 83 Münzen. Ja, in der Hyperbox sind zwar die Pässe günstiger, aber ihr müsst halt immer vor Ort sein. Von daher kann man sogar sagen, für diesen Preisunterschied lohnt sich immer noch ein Fernraid-Pass. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video super informieren. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle wie mein Discord oder mein Twitch-Kanal. Bis zum nächsten Mal, Batsch!